Deine Männer, der Glück am Stück! Müssen Banditos Aufträge abschließen. Können es militärische Ziele sein? Nö. So Sidequest-Dinger? Das Regime zwischen blutrünstige Hunde und Guerilla einzusetzen. Darüber soll das in. Okay. Das ist ein 708 Meter. Das ist da unten. Gut, dann gehen wir da hin. Moana! Du bist aber ein cooler Hund. Ja, geht so. Ich hab da so eine Vermutung, was wir da machen. Echt jetzt? Oh Mann. Oh je, ich hoffe, das geht gut. Ich will schon mal ein paar Meter schneller zurücklegen. Aber ist bequemer, hoffe ich. Erst werfen können wir schon mal nicht. 300 Meter. Reinaldo reden. Ich hätte gesagt, machen wir das falsch mal auf. Oh! Falsche Taste! Huiuiui! Ich hab eh gedrückt, ich Affe. Huiuiui. Conron, soll ich bei der Finca Alvarez vorbei? Kennst du Chicharron noch nicht? Keine Ahnung. Oh, du wüsstest es, wenn du ihn gesehen hättest. Was macht er? Sekunde, müssen wir noch Sachen sammeln. Tut mir leid. Oh, jetzt gibt's was. Chicharron! Chicharron! Du willst also die Armee ganz allein vorführen? Idiota! Du bist nie zufrieden! Wie kannst du nur? Ich tue alles, was du willst. Und das ist der Dank dafür! Komm ran! Dann geh! Das juckt mich nicht! Chicharron. Was willst du von mir? Der Typ ist durch, redet mit dem Hahn. Hier, Kleiner. Ich weiß nicht, ich glaub gar nichts mehr. Selbst nach der Sache mit meinem Arm. Gut, du weißt schon, dass du ein bisschen schade hast. Chicharron wird nie aufhören. Oh, der Typ hat seinen Hahn. Okay, Mr. Grillhähnchen. Du, Chicharron hat... Ja? Siehst du, womit ich es zu tun habe? Chicharron wäre jetzt Arroz con Pollo, wenn ich nicht gewesen wäre. Ich habe Chicharron aufgenommen. Ich habe den besten Kampfhahn von Yara aus ihm gemacht. Aber dann kamen die Soldados. Die wollten mich festnehmen, weil ich Geld für La Moral geschmuggelt habe. Chicharron ist völlig ausgerastet. Als er das Blut der Soldados gekostet hatte, war der beste Guerriero von Yara geboren. Hahnenkämpfe sind unter Chicharrons Würde. Er hat einen unstillbaren Durst, die zu töten, die den Schwachen wehtun. Wie ein Irrer habe ich versucht, Chicharrons Wut zu zügeln. Aber jetzt ist Chicharron wieder weggerannt, um zu töten. Er ist zum Armeezwinger, wo ein Heer von irren Hunden gezüchtet und für die Jagd auf Guerrieros abgerichtet wird. Aber Chicharron braucht einen Krieger, der ihn vor sich selbst schätzt. Ich werde nie so ein Krieger wie Chicharron sein. Aber du bist eine Kriegerin. Genau wie Chicharron. Kämpf mit ihm. Okay. Rapido! Chicharron ist los, um die Hundearmee alleine zu bekämpfen. Oh, Chicharron. Komm mit, mein Kleines, für, Ganz gut. Aua!
dort oben. Schießt du in die tot? Der hat aber noch was anderes drauf gehabt. Komische Kiste. Ah. Also mit Chicha, ran zurück. Oh, ich zeichne das auf deiner Karte ein. Oh Gott, die Schwertmige. Hallo, es hüpft doch drüber. Meine Güte. Hey, bleib stehen. Hey. Das könnte nützlich sein. Ja, dann bleib doch stehen, du Affe. Hey, Danny. Die Soldaten haben in der Nähe einen Kontrollpunkt errichtet. Eroberst du ihn, bringt das Yara einen Schritt weiter Richtung Freiheit. Muchas gracias. Ich hab's abgeschaltet, die Meldung trotzdem. Ubisoft denkt sich so, fick dich. Ich wünsche ein kleines Screen, aber warum denn? Aua, wie tut denn das weh, wenn man das versteht? Alter, das ist doch der Arsch bescheuert. Hund. Hund. Töten Hund. Keine Alarmanlage auf dem ganzen Gelände. Echt jetzt? Chicharron, ich bin Dani. Du bist mehr so der bullige, lautstarke Typ, was? Und kein großer Fan von bösen Hunden, wie es aussieht. Abgeschlossen, war ja klar. Also, Chicha. Ich weiß ja, los. Nicht. Die Hunde werden ihn in Stücke reißen. Ach, ja. Kinga, ich weiß nicht, ob ich Chicharron helfe oder er mir. Reinaldo, diese abgefuckten Todeshunde sind tot. Chicharron hat überlebt. Er hat sie zerrissen. So was habe ich noch nie erlebt. Nachdem Chicharrons Schnabel von Soldatenblut berührt wurde, war er nicht mehr derselbe. Jetzt weiß ich, dass er einen Gefährten hat, der ihn auf seiner Suche nach Gerechtigkeit beschützt. Beschützt? Das Vieh ist furchterregend. Schreib seinen Namen an den Wasserturm. Alle sollen den Namen Chicharron kennen und fürchten. Na sicher. Sollen wir zurück zur Finca kommen? Ich komme zu euch. Chicharrons Blutdurst für Gerechtigkeit ist gerade erst entbrannt. Ups.
weiß nicht ganz genau, das würde schießen, wenn beide sterben. Willst du ein bisschen umgucken? Das ist doch besser. Schandle den Wasserfall. Ah ja. Chicharron hat echt soziale Probleme. Oh, Chicha. Ach, da drüber. Hab ich gerade schon gesucht. Lalala. Ah, dann brauchen wir uns. Dankeschön. Müssen wir noch. Was ist das? Ich bin ein Hahn. Ja, komm mal, Craft. Für die hätte was zu tun. Sprühe. Okay. Jetzt komplett hol. Chichi, komm her. Ach so. Hey, Schwester, Bruder. Gracias, Dani. Du bist eine echte Kriegerin und Künstlerin. Ich habe Chicharron noch nie so beeindruckt gesehen. Ich habe mal versucht, mit Chicharron zusammen zu kämpfen. Aber er hat mir den Arm ausgerissen, um mich davon abzuhalten. Um mich zu beschützen. Aber jetzt hat Chicharron jemanden, der ihn beschützt. Das ist gut, denn Chicharron hasst die Armee und wird alles tun, um den Soldados Angst einzujagen. Es gibt ein Militärgebäude in der Nähe, in dem wichtige Dokumente lagern. Armeegeheimnisse, feindliche Standorte, Listen von Menschen, die das Regime hängen will. Chicharron ist angewidert davon und will diese Dokumente in Stücke reißen. Dank Chicharron werden sie bereuen, dass sie nicht papierlos arbeiten. Wirst du ein weiteres Mal an seiner Seite kämpfen? Bleibt nichts noch übrig. Nichts stellt sich zwischen Chicharron und seine Beute. Ob lebendig, tot oder aus. Chicharron, mir keiner. Gut, Chicharron, geh voran. Das ist Folge dem wütenden Hahn spielen. Komme. Ich laufe doch lieber in der Haar. Ich hab gerade eh schon angefahren. Lass mein Haar in Ruhe. Ich müsste längst auf Patrouille sein, ha? Nein, Chicharron! Schon. Da drüber. Oh, ich spring den Hahn noch in die Luft. Oh, Chicharron in den Schicht. Ich weiß nicht, ob die hier Aufzeichnungen zu Castillos Kriegsverbrechen lagern. Bestimmt. Der Hahn springt sich selber in die Luft. Da muss ich den Fuß selbst beschützen. Wie mein Tag war, fragst du? Naja, ich bin einem blutrünstigen Hahn in den Kampf gefolgt, nachdem er einen Truck hochgejagt hat. Und du so? Okay. Vorsicht, Dani. Wenn er sich mit Chicharron anlegt, leg dich mit mir an! Los jetzt! Das hat halt eine Idee, was?
Wir haben es halt nett mit. Ich kann nicht helfen, tut mir leid, ich schau mal. Alle her. Oh mein Gott. Ich wusste ja gar nicht, dass Chicharron die Umwelt so am Herzen liegt. Ah ja, scheint doch so. Hat man schnell nach. So. Verarsch mich doch nicht. Ich wusste, dass ich im Bett stehe. Wie schaffst du es, dich nicht am Papier zu schneiden? Klar doch noch. Yes.
auch laden. Wenn du mich mit auch laden, da ja. Oh, kann sein. Und nee, mach mal bitte. Was soll wiederbeleben? Jetzt. Mach da schon los. So, machen wir die Dokumente jetzt kaputt. Die Daten sind alle zerstört. Chicharron geht's gut. Und den Soldados? Keiner hat überlebt. War ehrlich gesagt ein kleines Blutbad. Das ist Chicharrons Lieblingsbad. Vergiss nicht, seinen Namen an die Wand zu schreiben, um seinen Sieg zu verkünden. Je höher, desto besser. Ich bin unterwegs zu euch. Echt jetzt? Am Dachhaus. Echt jetzt, Chicharron? Wie geht's denn hier hoch? Ist das sowas wie ein Aufzug? Ah ja, okay. Hallo. Danke. Ja, ich geh schon hoch, Chicharron. Gott, der Mann ist stressig. Meine Fresse, der hat Nerven. Oh, noch mehr Munition. Aber eine andere Waffe, da kommt man noch Lader. Oh, Grafikkarte 3 abgeschmiert, geil. Sehr geehrte Herren, da Ubisoft ein Hurensohn Drecksladen ist, muss ich jetzt herkommen und die ganze Scheiße nochmal machen. Danke, Ubisoft. Ja, mache dann, ich starte die Aufnahme wieder mal an der Punktion, wo wir aufgehört haben. Weil Ubisoft hätte für nötige eigene Speicherpunkte zu machen, weil sie Bastarde sind. Bis gleich. Da sind wir schon wieder. Sicheres Gebäude, also. Gesichert. Hola. Die Daten sind alle zerstört. Chicharron geht's gut. Und den Soldados? Keiner hat überlebt. War ehrlich gesagt ein kleines Blutbad. Das ist Chicharrons Lieblingsbad. Vergiss nicht, seinen Namen an die Wand zu schreiben, um seinen Sieg zu verkünden. Je höher, desto besser. Ich bin unterwegs zu euch. Ja, ja. Machen wir. Müsste doch die komische Kiste kaputt machen, die weiß. Dann hätten wir das Ganze schneller gegangen. Aber naja. Ich mal, aber sagt man auch immer. So, bis auf, wie sieht's aus? Spielen aber spielen lassen, weil ihr käsig seid. Jo, GG, chill deine Basics. Müssen wir schon mal da hoch. Der schwirft die Ride, Alter. Wir spielen hier schon damit normal.
Dein Ernst? Dein Scheiß Ernst? Oh Mann. Was für ein Team ihr seid. Ich wusste immer, dass Chicharron für Großes bestimmt ist. Aber meine Angst hielt ihn nur zurück. Jetzt ist die Zeit gekommen, dass Chicharron seine Flügel ausbreiten und seinem Feind in die Fresse fliegen kann. Soldados werden sich heute die Ehre geben und ein brandneues steinernes Denkmal enthüllen. Ein Symbol ihrer Stärke. Aber Chicharron wird ihnen zeigen, was Stärke wirklich heißt. Er wird sie demütigen. Mit seinem mächtigen Schnabel wird er die Statue vernichten und mit seinen scharfen Klauen ihren Kampfgeist zurechtstutzen. Geh mit Chicharron. Erfüllt gemeinsam euer Schicksal. Okay. Wenn diese Schlacht gewonnen ist, werden alle es sehen. Alle werden es wissen. Ja, ich muss noch schon was gucken, Kleiner, weil... 23 Minuten. Alle werden vor Chicharron niederknien. Okay, mit Chicharron getroffen. Machen wir die Aufnahme. Bis dann. Tschüss. Du und ich. Im Auto. Wir beide schaffen das. Also, was greifen wir heute an? Ein Kokosnussstand? Ein Jaguar? Ein Flugzeug? Nein, nicht schon wieder! Warum hast du meine Töpfe so sehr? Ich hab doch nur ein paar Soldaten aus Rabatt gegeben. Nein, nicht schon wieder! Warum hast du meine Töpfe so sehr? Ich hab doch nur ein paar Soldaten aus Rabatt gegeben. Oder schon. Ja, das ist Stoppung. Nein, nicht schon wieder! Ups. Falsche Waffe. Mein Fehler. Es kommt. Fall des Zerstörungs. Ja, komm, ich meine, jetzt wieder hoch. Kannst weitermachen! Jetzt läuft er, der Doofe. Dieser Hahn. Der hat ein Ego-Problem. Ja, hopp, wohin? Gut, Schwiedi, Verschnitt. Aggressives Grillhähnchen. Der Hahn, ha. Der hat ihm viel zu viel Dash verzogen. Ja, wollen wir voraus. Einfach cool bleiben. Was hat dir dieser Mugo denn angetan? Ey, geführt von dem Hahn. Der Choleriker ist. Oh Mann. Chicharron, bitte nett. Das explodiert. Fast geschafft. Was muss ich? Mach doch mal. Jetzt, ja. Ihr habt ja. Luftunterstützung! Natürlich! Na. Chicharron weiß, wie man eine Party sprengt! Das muss man sagen. Oh.
Schild finde ich halt praktisch. Ich kann das hier nicht sehen. Vorsicht! Oh Mann! Leute! Okay, das bringt den Stern sein. Wisst ihr, wenn ihr das 20 wieder aus den Richtungen kam, das ist echt stressig. Oh, zieh doch mal! Junge! Stress! Weil die Spawn kommen aber quer aus alle Richtungen. Ey. Boah. Natürlich. Chicharron kriegt einfach immer, was er will. Oh ja. Was für ein Kampf haben. Komm hoch! Heiliges Blechle, du! Das ist parallel nicht so viel über kann, ne? Echt traurig. Bei der Knarre wird aber echt schnell das Nachladen besser. Ich darf nichts mehr. Nein, Güte. Ja, lad noch, komm. Heilige Scheiße, jetzt liegt die Munition rum. Okay. Okay, so genau. Dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.